Hallo und ein herzliches Willkommen zu Die Sims 2. Apartmentleben und alles Mögliche, beziehungsweise mit allen Erweiterungspacks. So, liebe Kate, du sollst ja bald arbeiten, wie ich jetzt gesehen habe. Wir haben jetzt tatsächlich einen Job gefunden, einfach nur aus Frust haben wir dann doch eben die Wahlkampfmitarbeiterin ausgewählt, weil wir halt irgendwie mit der Bildung jetzt nicht so viel Glück hatten. Aber es heißt ja nicht, dass wir dafür immer den Job haben müssen. Aber auf jeden Fall denke ich, das wird schon klappen. Der Mitarbeiter scheint auf Arbeit zu sein. Ja, oder? Nee, der hat frei. Wo ist er denn? Ball werfen. So, da kommt ja schon unser Auto. Oder ist er da draußen? Also er macht sich ja auch schon gleich an diese Vivien ran, ne? Also der ist ja auch schon ein kleiner Schlawiner. So, die liebe Kate muss halt eben arbeiten gehen. Und da kommen wir nicht drum rum. Und ich würde mal sagen, wir werden einfach mal die Zeit vorspulen, weil sie auch ziemlich, ziemlich lange halt eben auf Arbeit ist. Aber vielleicht haben wir das Glück und werden schon befördert. Und dann finden auch andere Arbeitszeiten statt. So, dann würde ich auch mal vorschlagen, so als Wahlkampfmitarbeiterin kann ich mir vorstellen, dass wir halt auch das Charisma, also den Charisma da halt eben leveln. Und was hast du jetzt am La, also was laberst du? Im Apartment scheint alles in Ordnung zu sein. Dann gibt es ja nichts für mich zu tun. Ich komme morgen wieder. Heißt das jetzt tatsächlich, dass du mich jeden Tag stalkst, um zu gucken, wie meine Bude ist? Also, okay. Wenn es sein muss, muss sein. So ist es. Und wie läuft euer Liebesleben? Also, sie hat wahrscheinlich mehr gefallen. Oh Gott. Also, da fühle ich mich echt beobachtet. Was war das denn jetzt, dieser Blick? Also, ich würde mich freuen, wenn ihr so viele Screenshots macht und dazu irgendeinen Spruch drauf schreibt und mich halt auf Instagram dann verlinkt. Also, das wäre ziemlich lustig. Oh, ist dein TV-Snack nicht so gut gelungen? Tja. So ist es halt, wenn keine Frau im Haushalt ist. Nee, Quatsch. So, da bin ich immer gespannt, ob wir jetzt wirklich befördert werden oder nicht. Ich hoffe es zumindest sehr stark. Aber was mich tatsächlich interessieren würde, ob ich mit meinem Mitbewohner auf Urlaub fahren kann. Also das würde mich richtig interessieren. Und ich denke, dass unser Mitbewohner eher so ein bester Freund sein kann, da, wo wir halt vielleicht die ersten paar Versuche und Erfahrungen sammeln mit richtig Küssen und ja, Sex haben und was weiß ich nicht was. Oh ja, ich habe Sex gesagt. Ich drücke mich eher in der Sims-Sprache aus, Techtelmechtel, damit halt eben der Traumprinz für die Zukunft dann einfach nur begeistert von Kate sein wird. Und die scheinen ja wirklich auf Wolke 7 da unten zu sein. Die sind ja wie so kleine Kinder, muss man echt sagen. Aber das ist irgendwie total süß. Aber um sein Kind kümmert er sich jetzt nicht so wirklich. So. Bald ist es soweit. Die liebe Kate kommt nach Hause und boah, 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 wir müssen auf jeden Fall ihre Bedürfnisse stillen. Und wir werden dann direkt dann halt eben auf die Toilette gehen, dann duschen und dann eventuell ein bisschen ferngucken. Ach, aber wir können auch einen Film ansehen. Ach, dann können wir gleich jetzt so einen Drama-Film vom Schaumbad angucken. Und ja, wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir wurden tatsächlich befördert. Erledige Botengänge und versuche dich so weit hochzuarbeiten, dass du dem Bürgermeister das Essen bringen darfst. Du musst lange arbeiten und wirst schlecht bezahlt. Wenn du in der Politik weiterkommen möchtest, brauchst du jede Menge Charisma. Das ist genau das, was ich angesprochen habe. Also es scheint sich halt da auch nicht ja, geändert zu haben, beziehungsweise es war damals auch schon so mit dem Beruf. Und auch wir arbeiten schon viel kürzer, von 9 bis 15 Uhr. Also ich finde das total in Ordnung. Und da müssen wir, ach, da wird das aber gar nicht immer angezeigt, dass wir hier Charisma lernen. Ist ja scheißegal, wir machen das einfach. Und unser nächster Freitag ist ein Freitag und Sonntag. Und wie ihr schon sehen könnt, habe ich null Urlaubstage, aber ich bin immerhin Praktikantin.
So, da wollen wir auf jeden Fall auch für uns ein bisschen unser Charisma stärken. Einfach nur, weil damit wir besser ankommen, damit wir mit schwierigen Situationen auch besser umgehen können, wenn ein Sim anscheinend ein bisschen ja, schwieriger ist, beziehungsweise ja vom Reden her und so, weil wir hatten ja eben diese kurze Erfahrung eben mit dem gemacht, obwohl wir auch Sympathie für ihn hegen, aber es ist nicht genau das Wahre, was wir uns wünschen. Deswegen hoffe ich, dass unser, wie heißt der nochmal, Joachim, wirklich ein guter Freund ist, und ich frage mich, wo der gerade da steckt, dieser kleine Pilzkopf. Scheint irgendwie nicht da zu sein. Okay, der macht natürlich auch seine Wege und führt sein eigenes Leben. Aber das ist auf jeden Fall in Ordnung so. Gut, dann würde ich mal sagen, wenn wir unser Spaß und alles halt eben auch schon hochgelevelt haben, dass wir uns halt auch ein bisschen um unser Charisma kümmern. Auch wenn wir morgen arbeiten, aber das macht ja nichts. Und wir kriegen hier auch Besuch von Paul Heinzelmann. Okay, Herr Paul, ich glaube, du willst mich nicht wirklich besuchen, sondern eher halt eben meinen Mitarbeiter. Und sag nicht, du bist jetzt ganz nach unten gegangen. Oh, nee! Tut mir leid, liebe Leute, aber das ist ja ernsthaft beschissen. Wo sind die denn? Ach so. Okay, die scheinen sich gut zu verstehen. Vielleicht hat sie einfach eine Vorliebe für alte Männer, anscheinend schon. Aber unser Telefon klingelt, also abheben. Vielleicht ruft uns schon wieder so ein random Typ an, der vielleicht gut aussieht oder so. Ach nee, das ist ja die Maggie. Also ich würde mal sagen, die Maggie scheint wirklich Interesse zu haben. Und auch, guck mal, der Joachim ist auch schon wieder da. Und ich denke, wir sollten mit Maggie auch eine gute Freundschaft aufbauen. Und dann würde ich mal sagen, nach der Arbeit könnten wir sie eventuell morgen zu uns holen. Und ja, jetzt üben ein bisschen die charismatischen Fähigkeiten. Und vielleicht verstehen sich ja Joachim und Maggie halt. Und vielleicht wird das so eine Dreiecksbeziehung oder so. Muss halt eben das Beste draus machen. So. Wir können ruhig 1, 2 Stunden da die Charisma-Fähigkeiten aufbauen und gucken halt eben mit dem ein bisschen Fernseher. Dann können wir den halt auch ein bisschen kennenlernen. So. Wir haben jetzt ein Charisma, also nur ein. Ach Mensch. Finde ich schade. So ein bisschen halt eben den ganzen Spaß hochbringen, weil es ist einfach nur unheimlich wichtig bei dem Beruf jetzt in den ersten, ja, sage ich mal, Stufen, nur gut gelaunt hinzugehen. Und wir können direkt auch schlafen gehen. Und wobei, nein, wir wollten nur jetzt ein bisschen die Freundschaft vertiefen. Ich werde ihm halt ein bisschen, ja, bewundern, dass er so toll ist. Und oh Gott, okay, die Kate scheint wirklich, wirklich, wirklich Interesse an ihm zu haben. Also wir können tatsächlich diese Geschichte in diese Richtung steuern. Und ja, mal gucken. Vielleicht ist es dann so am Anfang eine Liebesromanze, dann doch, ja, Schluss machen, aber dann irgendwie nach 3 Beziehungen, die dann Kate hat, dann zum Schluss dann doch mit Joachim zusammenzukommen und dann Kinder zu kriegen. Kann ja halt eben auch sein, aber ich würde mal sagen, dann können wir schon anfangen, ein bisschen ihn zu schmeicheln. So ein kleines bisschen schmeicheln. Oh! Okay, das wollte ich nicht. Wirklich nicht. Es tut mir leid. Eieiei. Also, es scheint nicht so, ja, drauf interessiert zu sein. Aber bevor ich eben das Ganze hier schlechter mache, lasse ich ihn erstmal. Und wir versuchen es halt eben mit der Zeit. Aber sie hat schon den Wunsch, mit Joachim sich anzufreunden. Und das werden wir auf jeden Fall ihr erfüllen. Das Problem ist, ich kann hier nicht 2 Sachen taggen. Das heißt, ich glaube, ich lasse es einfach, weil ich denke schon, dass sie erstmal die Romanze mit ihm haben wird. Deswegen kommt es auf selbe hinaus. Und er soll halt irgendwie nach Hause fahren oder gehen oder was auch immer. Dann könnten wir ein bisschen das Ganze beschleunigen. Und ja, was haltet ihr von der Idee, dass sie sich halt eben mit ihm, ja, in einer Leidenschaft stürzt und zusammenkommt und ja,
Und dann halt dann doch eine Trennung stattfindet, weil sie dann nur einsehen, dass sie nur beste Freunde sind. Und dann die Kate dann halt tatsächlich dann andere Männer um sich hat und so. Und dann Joachim vielleicht eifersüchtig wird und so weiter. Also es würde mich ziemlich interessieren, wie ich es ablenken sollte. Oder soll es überhaupt ein ganz anderer Kandidat sein? Oder die Idee eben mit dem Reisen. So. Die Kate ist schon aufgestanden, das ist super, dann kannst du auch direkt die Händchen waschen, aber das macht sie, glaube ich, sowieso automatisch, oder? Ist automatisch? Nee, ist nicht automatisch. So, machst du das bitte mal. Und du kannst das mal auch schnell recyceln, weil ich hasse es, wenn man dann die ganze Zeit hier diese Zeitungen hat. So, genau deswegen. Und vor seinen Augen werden wir diese frische Zeitung eben auch wegschmeißen. So, ich glaube, das zahlt sich jetzt nicht so viel, also wirklich aus, liebe Kate, dass du jetzt irgendwie noch was isst. Aber vielleicht noch 10 Minuten vom Spiel zu setzen und, ja, die paar Minuten haben sich auf jeden Fall gelohnt. So, gut, dann würde ich mal sagen, in der nächsten Folge werden wir dann mal gucken, dass wir halt eben noch die Maggie dazu holen und, mit Joachim uns ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, halt besser anfreunden und mal gucken, was es dann halt sein, wie es halt sein wird, ob sie sich dann tatsächlich verstehen in der Ebene oder nicht. Da bin ich schon ziemlich gespannt. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.